Was geschah eigentlich mit Dolores Umbridge nach dem Krieg? Das und mehr jetzt in diesem Video. Wenn ich dich jetzt bitten würde, eine Figur aus dem Harry Potter Universum auszuwählen, die du mehr als jede andere Person dort hast, eine Person, die dein Blut zum Kochen bringt, wenn du ihren Namen im Buch liest oder sie auf der Leinwand im Film siehst, dann denke ich, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass die meisten unter euch Dolores Umbridge sagen würden. Okay, ich verstehe, nicht jeder würde Umbridge sagen, aber um mal ehrlich zu sein, sie muss auf jeden Fall ganz oben oder fast ganz oben auf der Liste stehen. Ich habe sogar schon Leute sagen hören, dass Umbridge schlimmer wäre als Lord Voldemort, was wirklich nicht wahr ist, aber darauf werde ich später in diesem Video auch noch eingehen. Aber wie auch immer, du hast den Titel des Videos gesehen. Ihr habt euch gefragt, was mit Dolores Umbridge nach dem Krieg und nach der Schlacht von Hogwarts passiert ist. Und genau damit werden wir uns im heutigen Video auseinandersetzen. Aber zuerst mal eine Frage. Warum hat sie nicht an der Schlacht von Hogwarts teilgenommen? Gab es irgendeine Chance für sie etwas zu bekommen? Eine Begnadigung, um eine erneute Strafe zu vermeiden? Würde jemand von euch Dolores Umbridge als einen Schurken oder Bösewicht bezeichnen, oder ist sie einfach nur eine böse Frau auf einer Mission, die das Leben der Menschen zu einem Elend machen will, besonders das von Kindern übrigens? Ich denke, sie liegt irgendwo dazwischen, wenn ich ehrlich bin. Ihr Verhalten ist so entsetzlich, dass man sich ehrlich fragen muss, wie sie eigentlich kategorisiert wird. Wie ich schon sagte, ich denke, sie ist die meistgehasste Figur, aber sie ist definitiv nicht die schlechteste. Sie schafft es einfach nur besser, unsere Emotionen als Leser oder auch Zuschauer zu wecken als Voldemort. Sie ist einfach noch glaubwürdiger. Wir alle kennen wahrscheinlich in unserem Leben irgendeine Dolores Umbridge, jemanden, der einfach nur fies und gemein ist, ohne einen offensichtlichen Grund. Sei es ein Lehrer oder eine Person, der wir begegnet sind. Also die Sache mit Umbridge ist die, dass sie im 5. Buch in die Geschichte kommt und beginnt langsam alles in Hogwarts zu entwirren. Sie war diejenige, die den Angriff der Dementoren am Anfang des Buches angeordnet hat, um sicherzustellen, dass Harry nicht in die Schule zurückkehrt, was an sich schon eine Gefängnisstrafe bedeutet. Sie beeinflusst den Minister, damit er ihr mehr und mehr Macht in Hogwarts gibt, und sie bringt auch die mittelalterlichen Bestrafungen in die Schule ein, die wirklich ihren Tribut von den Schülern fordern. Die Blutfeder zum Beispiel, die wir an Harry Potter angewendet sehen, war eigentlich ihre eigene Erfindung, was zeigt, dass sie die Feder nur für ihre Zeit an der Hogwarts-Schule nutzte. Also wird sie zur Oberinquisitorin, was den Kräften des Schulleiters in nichts nachsteht. Sie fängt an, Lehrer zu feuern und verrückte Änderungen mit ihren pädagogischen Dikteren vorzunehmen und wird dann auch noch Schulleiterin. Sie war sogar kurz davor, Harry Potter mit dem Cruciatusfluch zu belegen, um Informationen zu erhalten. Nach all dem wurde sie einfach suspendiert. Das war's, suspendiert und zurück zur Arbeit im Ministerium als leitende Untersekretärin geschickt. Sie war so furchtbar, so schrecklich zu den Schülern in Hogwarts, und das ist ihre Strafe, ein neuer Job. Es war eigentlich genau diese ungerechte Handlung, die Harry die Frage stellte, ob er überhaupt ein Auror werden wollte. Aufgrund solcher korrupten Maßnahmen innerhalb des Ministeriums gab es keine Befriedigung für ihn. Ja, Dolores Umbridge wurde von den Zentauren entführt, aber sie war sofort wieder frei und mitten im Geschehen, und ihre Handlungen ließen darauf schließen, dass sie nichts aus ihrem früheren Verhalten gelernt hat. Sie missbrauchte erneut ihre Macht in ihrer neuen Rolle, aber sie trieb die Dinge auf eine neue Ebene, als sie zur Leiterin des Regierungskomitees für Muggelgeborene wurde. Sie beaufsichtigte voreingenommene Prozesse, bei denen es klar wie der Tag war, dass die Absicht war, Muggel so schnell wie möglich aus der Gesellschaft zu entfernen. Das beste Beispiel ist der Prozess gegen Mary Cattermole. Dies können wir uns aus dem folgenden Dialog entnehmen. Fangen wir also bei Dolores Umbridge an. Bei ihrer Ankunft im Ministerium wurde ihnen ein Zauberstab abgenommen. Als sie heute im Ministerium ankam, stahlen sie jemandem einen Zauberstab, Miss Cattermole. 8¾ Zoll, Kirsche, Einhornkern. Erkennen Sie diese Beschreibung? Nein, ich habe ihn von niemandem genommen. Ich habe ihn gekauft, als ich 11 Jahre alt war, bei Ollivander. Nein, nein, ich glaube nicht, Miss Cattermole. Ein Zauberstab wählt nur Hexen und Zauberer. Sie sind keine Hexe. Dolores hat das Urteil über Dutzende von Muggelgeborenen gefällt, die alle nach Azkaban geschickt wurden und von denen viele die schrecklichen Zellen nicht überlebten. Sie schien keinerlei Gewissensbisse zu haben über das, was sie getan hat, eine ihrer Ähnlichkeiten mit Lord Voldemort. Ich nehme an, Dolores hat nie an der Schlacht von Hogwarts teilgenommen aus einem gewissen Grund. Es ist nicht genau bekannt, warum, und viele glaubten, dass sie wusste, dass das Ministerium die ganze Zeit von Voldemort kontrolliert wurde.
Es wurde spekuliert, dass Umbridge taktisch klug war und wusste, dass wenn aus irgendeinem Grund das derzeitige ministerielle Regime gestürzt werden würde, dann könnte sie ihren Fall argumentieren, indem sie mit Nachdruck ihren Aufenthaltsort angab, als so viel Blutvergießen in der Schule stattfand. Es scheint definitiv etwas zu sein, das sie tun würde. Aber der Beweis, dass sie nicht im Auftrag von Voldemort in Hogwarts kämpfte, reichte bei weitem nicht aus, um sie von den schrecklichen Verbrechen zu befreien, die sie begangen hatte. Während sie ihre Macht über Schüler und Muggelgeborene missbrauchte, wurde sie sofort verhaftet und vor Gericht gestellt. Ihre Verurteilung erfolgte sehr schnell, da die überwältigenden Beweise mehr als überzeugend waren. Umbridge wurde zu lebenslanger Haft im Gefängnis von Azkaban verurteilt. Ihr einziger Vorteil war, dass die Dementoren nicht mehr die Wächter waren, sodass sie ihre Anwesenheit nicht ertragen musste, wie so viele Leute, die sie dorthin geschickt hatte. Aber das machte ihre Zeit dort nicht wirklich angenehmer. Dolores Umbridge wurde nie von jemandem besucht, nicht einmal von Beamten des Ministeriums, mit denen sie gearbeitet hatte. Checkerbolt hatte die Freigabe für den Information Emergency Act, der dafür gesorgt hatte, dass viele Anhänger des Dunklen Lords aus der Haft entlassen wurden, im Austausch für Informationen über hochrangige Todesser. Igor Karkaroff ist das beste Beispiel dafür. Was wir wissen ist, dass wenn Voldemort den Krieg tatsächlich gewonnen hätte, Dolores wieder die Schulleiterin von Hogwarts geworden wäre, aber diesmal für einen längeren Aufenthalt. Das verwunschene Kind ist nicht meine Lieblingsgeschichte, aber einige Dinge haben sie richtig gemacht. Zum Beispiel könnte ich mir keine bessere Wahl als Dolores Umbridge als Schulleiterin von Hogwarts vorstellen, wenn Voldemort den Krieg gewonnen hätte. Gleiches gilt natürlich auch für Hermine Granger als Zaubereiministerin. Und das ist alles, was wir im Moment über Dolores Umbridge wissen. Sie sitzt derzeit im Gefängnis von Azkaban, wo sie die letzten 20 Jahre verbracht hat und viel Zeit hatte, über ihre Grausamkeiten nachzudenken. Doch selbst wenn sie heute entlassen werden würde, sehe ich nicht, dass sie sich jemals ändern könnte. Sie war nicht jemand, der sich jemals ändern hätte können. Also bin ich der Meinung. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und das war's mit diesem Video darüber, warum Dolores Umbridge nicht an der Schlacht von Hogwarts teilnahm und was mit ihr nach dem Krieg geschah. Wenn du eine andere Meinung hast oder mir auch zustimmst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.